Herzlich willkommen zur nächsten Etappe durch die Ausstellung Natur wird Bild. Heute widmen wir uns gemeinsam einem Werk von Johann Christian Brand, seiner Abendlandschaft, die Sie hinter mir sehen. Und etwas ist dabei ganz charakteristisch, nämlich der holländische Eindruck des Werkes, oder Thomas? Also es ist ein wirklich ausgezeichnetes und sehr exquisites Gemälde, was wir hier sehen von Johann Christian Brand. Wir befinden uns jetzt im Gegensatz zur letzten Etappe im 18. Jahrhundert. Feistenberger, den wir uns das letzte Mal angesehen haben, der ja so ganz markant und ganz bedeutend war für das 17. Jahrhundert, ist ja Anfang des 18. Jahrhunderts verstorben, hat auch eine neue Richtung eingeschlagen und Johann Christian Brand ist einer der bedeutendsten und wichtigsten Maler des 18. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte vor allem des 18. Jahrhunderts. Er widmet sich so wie die anderen österreichischen Malern verschiedenen Themen, Sujets und auch entsprechend verschiedenen, von der Malweise her, lehnt er sich verschiedene Epochen an. Hier sehen wir eine holländische Variante und die holländische Variante ist einerseits sehr gut zu erkennen bei den Kühen, die hier oben auf dem Hügel stehen und dann schon hinuntergetrieben werden in Richtung Stall. Und man kann es gut erkennen, hinten ist der Mondschein, der durch die Wolken durchbricht, dann das Fliehen des Mondes auf dem Wasser, was wir hier gut erkennen können, und dann der Rücken, dieser Hügelrücken, der jetzt von dem Mond auch angeleuchtet wird. Nicht nur die Stimmung ist hier ein sehr bedeutender Faktor. Es ist von der Landschaft und von der Art her lehnt er sich natürlich ganz stark bei den Holländern an, aber mit einer gewissen österreichischen Note. Und die österreichische Note ist jetzt auch hier sehr schön zu erkennen, wenn wir hier diesen beleuchteten Hügelrücken sehen, dann ist es ja fast schon so impressionistisch. Das sind verschiedene Farbpunkte, die jetzt hier zusammengeführt werden. Also es ist sozusagen, da geht er schon einen Schritt über diese holländische Malerei, wie wir das aus dem 17. Jahrhundert kennen, hinaus. Also er entwickelt seine eigene Note, könnte man sagen, und die steigert er so stark, dass wir danach ein zweites Gemälde benötigen, um Ihnen seine Entwicklung zeigen zu können. Wir werden jetzt gleich abbauen und einen Kameraschwenk für Sie vollführen zum Bisamberg. Genau, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil das sehen wir dann auch, Brand kann sehr vielfältig arbeiten. Und in jedem dieser Sujets ist er wirklich ein wahrer Meister. Und Brand orientiert sich dann eben nicht mehr an Holländern, an Italiener oder Flamen, wie wir es in den letzten Etappen gesehen haben, sondern er ist eigentlich einer, der was Eigenständiges leistet, oder? Genau. Genau. Kommen Sie mit. Und schon sind wir am Bisamberg angekommen. Wir erkennen noch einen Ausläufer davon vor uns anhand des dunkel gehaltenen Vordergrundes, der uns in das Gemälde einführt. Wir blicken auf die Donau und können links Wien erkennen. Es handelt sich dabei um ein Werk von Johann Christian Brand, eine Leihgabe aus dem Belvedere Wien, genauso wie das Gemälde zuvor. Und es ist relativ spät entstanden, um 1790. Und hier ist wunderbar zu sehen, wie sich Johann Christian Brand weiterentwickelt hat. Wir haben eine ganz charakteristische Pinselschrift, die wir hier sehen können. Es ist keine Feinmalerei. Möchtest du das ein bisschen weiter ausführen, Thomas? Also, wenn man das mit einem Wort beschreiben müsste, müsste man sagen, wow, hier hat sich wirklich alles geändert. Wenn wir noch das vorhergehende Gemälde im Kopf haben, dann, wo du schon jetzt erwähnt hast, das ist ganz fein ausgeführt, ganz exakt ausgeführt. Es lehnt sich einfach mit diesen Farbtönen dann an den Holländern an und hier werden die Farbflächen zusammengeführt. Es ist kein einzelner Baum mehr, es ist eine Baumgruppe, eine große Farbfläche, die changiert. Es sind Felder, es sind Wiesen, die zusammengeführt worden sind. Es sind keine Staffagen. Wir sehen hier vom Bisamberg auf den Kahlenberg und dann blicken wir linker Hand nach Wien und davor die Donau. Und es sind
Farbflächen, die hier zusammengeführt worden sind. Und da ebnet er einfach schon den Weg ins 19. Jahrhundert. Man könnte sagen, à la Cézanne oder dergleichen. Also etwas, was er hier macht um 1790, was kein anderer österreichischer Maler vor ihm gemacht hat. Aber er, man muss natürlich auch sagen, er ist ein Meister seines Faches und er ist wahrscheinlich der Maler schlechthin des 18. Jahrhunderts. Du hast jetzt gerade ausgeführt, dass Johann Christian Brand sozusagen das 19. Jahrhundert vorwegnimmt, gerade in diesem Gemälde. Aber was ganz typisch ist für den Künstler, ist doch seine Ausbildung. Ja, er ist ein Kind seiner Zeit. Ein Kind seiner Zeit der Mitte und der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Künstler zur damaligen Zeit sind in der Akademie ausgebildet worden, das heißt Johann Christian Brand zuerst bei seinem Vater, Christian Hilfgott Brand, danach hat er Zeichenunterricht in der Akademie bekommen und ist dann dort selbst als Lehrer aufgetreten. Und typisch für die Malerei des 18. Jahrhunderts ist eigentlich der dunkle Vordergrund, das heißt das Silhouettenhafte hier, wo man über eine Bildebene, über die erste Bildebene, dann in die nächste Ebene hineinhupft. Und erst dann im 19. Jahrhundert öffnet sich wirklich die Landschaft dann dem Betrachter und der Betrachter kann dann direkt in die Landschaft einsteigen. Und 19, das wäre ja eigentlich auch diese charakteristische Pinselschrift hier links in der Ecke. Wenn wir uns das näher betrachten, dann ist es ein ganz dicker Farbauftrag. Man sieht richtig die einzelnen Haare des Pinsels quasi. Und können unzweifelhaft erkennen, wir sind an der Schwelle zum 19. Jahrhundert angekommen. Ja, und somit bedanken wir uns einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns schon auf die nächste Etappe durch Naturwirt Bild.